Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, das war vorhin die erste Runde mit einer bewegenden Geschichte. Und wir kommen zu weiteren bewegenden Geschichten. Aber erstmal wollen wir natürlich auch sagen, es gibt eine bestimmte Summe, die wir für unsere Projekte zur Verfügung stellen. In diesem Fall ist es eine sehr große Gruppe. Und wie viel Geld bekommen die? Das können wir ja schon mal verraten. Die, die wir jetzt nach oben bitten dürfen, bekommen pro Gruppe 500 Euro überreicht. Also pro Projekt kann man sagen. Die Projekte werden wir auch da nicht alle vorstellen können, zwei exemplarisch. Aber deswegen darf ich jetzt unsere nächsten Preisträger mit nach vorne bitten. Unter anderem Linda Baksch, unbegleitete Jugendliche, Ursula-Schule Osterbrück. Da ist Linda. Dann Annegret Kordetzki, Thüner Gesprächskreis. Hier haben wir noch jemanden, der singen möchte. Wir gucken mal, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Johannes Krüger, Flüchtlinge Heimat geben aus Lingen. Maria Schulten, Internationaler Freundeskreis Salzbergen. Rebecca Hofschröer, Café International Bad Bentheim. Sie dürfen durchklatschen, meine Damen und Herren. Raphael Spellmeier, Katholische Arbeitnehmerbewegung Berlin-Belm. Brigitte Heitz, Ökumenischer Integrationspreis. Melle Held-Wallingholzhausen. Franz Fruchtkämper, Helferkreis Alfhausen. Heike Teisling, Seitenblicke Twiest. Lisa Sandmann und Kerstin Dennert, Elisabeth Vorjans, Integrationsteam Herzlake Holte Doren. Maria Kuhlmann, Flüchtlingshilfe Heiligkreuz Osnabrück. Markus Luttmer, Flüchtlingskreis Pfarrgemeinde Liebfrauen Osnabrück. Liane Peters, Joachim Fischer, Offene Hand Pustorf in Bremen. Luis Hinrichs, Katholische Jugend Sögel. Ahmad Kiki, Thomas Steinkamp, Flüchtlingshilfe Bad Lahr. Anne Oberwallenei, Helferkreis Foxtrupp Lüstringen, Udo Angel, Patrick Bläs, Fahrdienst Wittmund und Rainer Schlingmann, Flüchtlingshilfe Bad Rothenfelde. So allein an dieser Aufzählung, das war jetzt ein bisschen Hitparaden verdächtig. Wie Dieter Thomas Heck früher, der hat das auch alles innerhalb von einer Minute geschafft. Wahnsinn. So, da stehen sie alle. Passt das überhaupt von der... Ihr müsst mal ein bisschen aufrücken, glaube ich. Es ist zwar warm, kuschelt euch ein bisschen an. Linda darf... Ja, ist okay. Linda, darf ich dich mal kurz nach vorne bitten? Herr Weihbischof, dirigieren Sie dann mal kurz, dass wir auch alle auf die Bühne kommen. Einmal durchkommen. Ist noch ganz viel Platz. Wahnsinn, ne? Linda, die sind total begeistert da unten, ne? Linda, ganz kurz. Wir können dich alle vorstellen, haben wir gesagt. Aber bei dir ist es so, du bist im Prinzip jetzt gerade fertig mit der Schule, ne? Ja, genau. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja vorhin schon gehört, dass ganz viele Menschen sich für Flüchtlinge engagieren. Wie hat das bei euch angefangen? Warum habt ihr gesagt, wir möchten das gerne machen, wir möchten da irgendwie auch eine Unterstützung geben? Also wir waren so eine AG, eine politische AG. Wir sind auch zu der Olmun gefahren, das ist so ein Model United Nations. Und danach haben wir uns gedacht, was können wir denn dieses Jahr machen, bis die nächste Olmun ansteht. Und dann hat ein Mädchen aus unserer Gruppe die Idee, Patricia, die sitzt auch da im weißen Kleid. Ja, hallo Patricia. Ja, die hatte dann die Idee, dass wir für geflüchtete Kinder oder geflüchtete Jugendliche so eine Art Jugendtreff einrichten können, bei dem wir uns dann einmal die Woche treffen und, was weiß ich, Spiele spielen, Filme schauen, was kochen, Unternehmungen machen. Und dann hat das alles so angefangen, dass wir das auch alles aus Eigeninitiative organisiert haben. Jetzt, wer ist mit euch dann zusammen und wie sind die Leute dann zu euch gekommen? Das ist ja wahrscheinlich, bei jungen Leuten macht man das ja nicht mal mehr über Facebook, das ist ja schon out, das ist ja schon was für alte Leute, so Instagram, Twitter oder sonst irgendwas. Wie seid ihr an die Leute rangekommen? Also wir haben angefangen mit dem Exilverein, der ist da vorne ja auch vertreten. Richtig, die machen das syrische Buffet heute. Genau, da waren wir dann einmal bei einem Monatstreffen und haben uns dann mit denen in Verbindung gesetzt und dann haben die immer wöchentlich so ein Newsletter, weil die jeden Samstag Aktionen mit jugendlichen Flüchtlingen machen. Und dann haben die uns in den Newsletter reingeschrieben mit unserer wöchentlichen Aktion. Und dann sind dann so die Geflüchteten zu uns gekommen. Jetzt ist die Frage, wir hatten die Frage ja vorhin auch schon, da ging es auch nicht nur um Integration durch Sprache. Mhm. Wie habt ihr euch verständigt? Also von denen, die zu uns gekommen sind, konnten sie teilweise schon wirklich gut Deutsch. Die waren dann auch schon mehrere Monate in Deutschland. Und dann haben die auch für die mitübersetzt, die uns nicht so gut verstanden haben. Aber teilweise war es auch echt mit Händen und Füßen. Wir haben auch einmal zusammen gekocht, das war ganz lustig. Konnte man das essen, weil das so mit der Verständigung dann nicht geklappt hat? Doch, das konnte man essen. Statt ein Pfund Mehl waren dann 3 Kilo drin? Ja, wir hatten am Ende doch ein bisschen viel, haben wir es mit nach Hause genommen. Okay. Die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, wenn ihr das macht, ihr wechselt gerade. Das heißt, du hast gerade Abitur gemacht. Wie geht das dann weiter, das Projekt? Also wir haben jetzt Werbung gemacht die letzten Wochen in unserer Schule und es sind auch ganz viele neue Leute dazugekommen, auch motivierte neue Leute. Und jetzt arbeiten wir die langsam ein, bis wir alle so wegziehen und studieren anfangen. Man sagt ja immer so Freundschaften, gibt es da irgendwelche Freundschaften, die tatsächlich dann sich anbahnen, wo es dann tatsächlich auch dazu führt, dass man sich auch nicht nur in dem Kreis trifft, sondern auch darüber hinaus?
Das gibt es bestimmt, aber wir hatten leider nicht so, also wir haben das nicht so lange gemacht, wir waren es erst seit einem Jahr und es war dann nochmal so, dass wir den Termin wechseln mussten, weil es für die Geflüchteten oft nicht gut gepasst hat, weil die ja selber zur Schule gehen. Aber wir sind noch in Kontakt mit denen, die letztes Jahr dabei waren und wir schreiben mit denen auch manchmal bei WhatsApp, fragen, wie geht's euch, was macht ihr so? Und auf jeden Fall hat es uns auch weitergebracht, würde ich sagen. Jetzt bekommt ihr heute Geld. Das soll jetzt da nicht für eine Party drauf gehen oder sonst irgendwas. Vielleicht ein bisschen Party, okay, aber nicht alles. Aber das könnt ihr mit Sicherheit. Disco kam von hier unten, auch nicht schlecht, ja. Disco und Party, beides zusammen, nicht schlecht. Aber wie hilft euch das Geld, was wir hier zur Verfügung stellen? Also wir haben Ideen gesammelt, auch mit den Geflüchteten selber zusammen. Die haben dann Sachen vorgeschlagen, wie in den Zoo gehen, in den Botanischen Garten gehen, rudern gehen, mal in irgendeinen Freizeitpark fahren. Und dadurch, dass wir jetzt auch finanzielle Möglichkeiten haben, können wir jetzt auch viel mehr machen. Mhm. Finanzielle Möglichkeiten, hört sich so an, ich gehe morgen an die Börse und zock mal ein bisschen. Aber 500 Euro sind ja gar nicht so viel, aber es ist trotzdem immerhin schon was, wo ihr dann auch einige Eintritte und anderes mit begleiten könnt. Ja, genau. Könnt, ne? So, jetzt darfst du dich nochmal kurz freuen. Wie sehr freust du dich darüber, dass du den Preis bekommst? Ja, wir freuen uns natürlich super. Also ich freue mich, nicht nur ich freue mich, sondern meine ganze Gruppe ist ja auch da vorne. So, springt mal auf, ihr seid doch alle ja, junge Leute. Steh doch mal auf, Mensch. So, das ist also, das Linda ist ja nur stellvertretend hier, ne? Ein bisschen schüchtern sind sie schon, ja. Ne? Ja, 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 ja. Die sind jetzt bestimmt doch sauer auf mich. Ja, genau, genau. Okay, letzte Frage an dich. Du fängst jetzt an zu studieren. Genau. Bleibst du der Gruppe weiterhin verbunden oder bist du, sag ich mal, mit dem Studium jetzt erstmal komplett raus? Also ich fange erst im Oktober an und bis dahin helfe ich dann noch. Und wie gesagt, wir arbeiten die jetzt alle ein. Die nächsten zwei Wochen organisiere ich das noch mit denen zusammen. Und dann bin ich halt weg, aber wenn die Fragen haben, können die natürlich auch fragen und in den Ferien komme ich dann vielleicht auch mal vorbei und helfe damit. Und ich denke, so komplett einen Cut gibt es da jetzt nicht. Nee, also es geht weiter. Das ist ja auch wichtig für unsere Projekte, dass wir weitermachen, dass es also nicht nur eine einmalige Geschichte ist, die wir fördern, sondern auch schon ein bisschen von längerer Dauer. Dankeschön, Linda, dass du uns das erzählt hast. So, lieber Weihbischof, jetzt haben wir natürlich, wir können nicht alle hier heute vorstellen. Das würde viel zu lange dauern. Was wir sagen können ist, wie Linda sind alle, die hier heute oben auf der Bühne stehen und ausgezeichnet werden, top engagiert. Wir haben uns auch in der Jury zusammengesetzt, auch mit Fritz Brickwehr, der war ja vorhin auch hier, der hat auch sich alles angeguckt. Es waren schon ziemlich beeindruckende Dinge dabei, ne? Weil auch sehr viel Freizeit damit ja auch eingesetzt wird dann. Ne? Genau, und deshalb haben wir gesagt, bei diesen ausgezeichneten Projekten ist es wirklich ein Abgleich von unserem Bistum, regional, aber auch von den Arten der Tätigkeiten, wie Integration ganz unterschiedlich geschehen kann, durch Unterricht, aber auch durch praktisches Tun, durch Kochen, durch Freizeitveranstaltung und was du ja gerade so, wo ist sie jetzt? Linda so beeindruckend gesagt hat, dass es auch immer wieder neue Leute gibt, die dazukommen. Ja. Und dafür stehen alle diese Projekte stellvertretend. Und deswegen bekommen, und das dürfen Sie nochmal mit einem Applaus begleiten, alle auf jeden Fall erstmal eine von diesen schönen Blumen, aber viel wichtiger, wenn ihr gleich runtergeht von der Bühne. Ihr bekommt alle einen Umschlag, da sind für alle die Leute, die bei euch in der Gruppe mitmachen, Urkunden drin. Da sind auch jeweils ein Scheck drin über 500 Euro, also gut aufbewahren. Und ihr seid hier heute stellvertretend für alle, weil wenn man sieht, dass hier zwar so viele Leute stehen, aber es insgesamt über 300 Personen waren, die bei dieser ganzen Preisverleihung mitgemacht hätten, wir hätten die Bühne doppelt so groß bauen müssen. Also seid ganz, ganz doll geehrt von unserer Seite. Macht weiter so, wir freuen uns auf jeden Fall und wir sind sicher, dass das Geld in gute Hände kommt. Und der Weihbischof ist heute der Blumenjunge. Ich werde mich auch ein bisschen mit einspannen. Ja? Gebt mal ein bisschen was rüber, dann brauchen wir das mal ein bisschen mit verteilen. Nehmt das mit nach Hause und ich kann dazu sagen, wir werden nachher auch noch ganz viel im Publikum verteilen. Wir wollen nämlich nachher ein schönes Abschlussbild machen. Ich fange einfach mal hier an. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt, ja, wunderbar. Oder möchtest du lieber die haben? Kannst du doch aussuchen. Sind zwei? Dann nimmst du die. Okay, wunderbar. Einmal, bitteschön. Bitteschön. Nee, das ist zu klein. So. Nehmen wir mal die. Haben wir auch nochmal große? Ich glaube, die sind für euch ganz richtig. Bitteschön. So. Sind wir noch ein paar? Wir verschenken da welche. Ich bin schon mal ganz schön weit gekommen. Machst du den Rest, Johannes? So. Also, auch das, wir wollen nämlich nachher ein Bild machen, wenn wir komplett damit durch sind, dass wir. Wenn Sie eine Blume haben, alle noch einmal aufstehen, von da hinten wird dann fotografiert. Wir drehen uns einmal mit der Sonnenblume nachher noch einmal herum und dann möchten wir gerne ein ganz tolles Foto machen, weil wir haben heute das unheimliche Glück, dass wir auf der Bühne hier und auf dem ganzen Platz heute so viele Menschen haben, denen wir davon erzählen können, was wir machen. Auf der anderen Seite natürlich auch so tolle Menschen haben, die wir heute auszeichnen. Also von meiner Seite und vom Weihbischof, der noch verteilt, einen riesigen Applaus nochmal für unsere Preisträger dieser Runde.
Ich danke euch ganz herzlich. Und wie gesagt, denkt dran, wenn ihr runtergeht, da vorne gibt es noch Urkunden und Geld. Immer schön den Namen sagen, dann kriegt ihr alles mit nach Hause. Danke, viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns nochmal. Wir sehen uns. Okay? Ein Foto? Ein Foto? Wann? Mit allen? Okay, ja, dann wird es jetzt eng, Leute. Jetzt kommt mal schön hierher. Also, bis an die Kante. Bis an die Kante. Oh, das ist auch gut. Ja. Ja, ist auch schön. Die Großen nach hinten. Oh. Dacht die Fotos. Perfetto, perfetto. So. Drängelt euch hier hinten rein, ihr Lieben. Das klappt. Ich kann noch ein bisschen näher ran. So. Jetzt knien sich alle hin. Ist auch nicht schlecht. So. Ja, ein paar hinten, das ist gut. Ja, gucken Sie durch. Wenn Sie den Fotografen sehen, sieht der Sie auch. So. Das ist immer das alte Ding. So. So, erstmal da. Danke. So, und da noch, und da noch, und da noch, und da noch. So, spätestens heute Abend bei Instagram, Twitter, Facebook etc. Ne? Also gehe ich mal ganz schwer von aus, so viel wie heute hier an Daten produziert wird. Falls Sie mit Ihrer Freundin da sind und Ihre Frau darf davon nichts wissen, sollten Sie das vorher sagen, weil die Fotos gehen online. So, ja. Auch mal schön, ne? So, ein Applaus, meine Damen und Herren! Die zweite Runde im Sonnenscheinpreis des heutigen Tages. Super!